fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Hallo und herzlich willkommen da draußen zur letzten Folge unter diesem Namen Barfuß im Podcast, Folge 69. Wir haben es oft genug angeteasert. Ab der nächsten Folge hört ihr uns mit einem neuen Namen. Also heute letzte Folge Barfuß im Podcast mit einer Interviewfolge. Und dazu begrüße ich natürlich als allererstes die liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Ja, hi Alex. Ja, die Zeit, die tickt, ne? Ich bin auch schon am Rechnen, am Machen und am Tun und es wird immer spannender. Mhm. Folge 70 steht bald an und dann, lass mal die große Bombe platzen, ne? Kabuff. So. Kabuff. Und die letzte Gästin, sagt man das so? Nein. Mit Doppelpunkt innen. Wir haben heute zu Gast die Annika von Geniale Sandale. Wir haben so oft nämlich von euch da draußen Mails bekommen, Nachrichten bei Instagram, Facebook, sonst irgendwas, wir sollen diese Sandalen unbedingt testen. Und dann haben wir uns bei der Annika gemeldet und die hat uns tatsächlich Sandalen geschickt und steht uns heute auch noch zum Interview bereit. Und deswegen hallo und herzlich willkommen, liebe Annika. Hallo, freue mich total dabei sein zu dürfen und voll die Ehre, genau bei der letzten Folge mit einem großen Boom, darf ich die letzte Folge abschließen. Ja, also wie gesagt, nochmal herzliches Dankeschön, dass du auch dieses Experiment, man muss es ja immer noch so sagen, ne? Dieser Podcast ist immer noch ein werbetechnisches Experiment, ob es funktioniert für viele und schön, dass du mitgemacht hast, schön, dass du uns Sandalen geschickt hast. Ich war immer tatsächlich etwas erstaunt, wie viele Leute uns geschrieben hatten, weil sie begeistert von deinen Sandalen waren. Und ich habe mich immer gefragt, was ist an den Dingern so Besonderes? Und was soll ich sagen? Ich weiß es jetzt. Richtig, das freut mich, weiß das auch. Höre ich gern. Ja, das ist wirklich jedes Mal faszinierend. Wir haben ja schon in unserer Laufbahn in den 3 Jahren so viele Sandalen in der Hand gehabt. Und als Alex sagte, du, wir müssen da die geniale Sandale testen, dann waren erst so ein, schon wieder Sandale. Sandale. Und als er noch sagte, die ist zum selber schnüren, dann dachte ich, okay, Alex, und selber schnüren, das ist jetzt echt mal spannend, weil davon hält er nämlich eigentlich gar nichts. Aber er sagte, nee, das ist was Besonderes, komm per Post und lass dich überraschen. Und die Überraschung ist echt gelungen. Also auch danke von meiner Seite, ne, fürs zur Verfügung stellen. Und wir haben die wirklich sehr, sehr gerne getestet und mit einem großen Wow-Effekt. Genau. Cool, weil, ja, das freut mich total. Ja, also wir haben tatsächlich schon einmal hier Selbstschnürsandalen gehabt und die habe ich gehasst wie die Pest. Du hast die boykottiert. Ja, das auch. Weil ich habe diese Schnürung, ich war zu doof. Ich war wirklich zu doof, diese Schnürung vorzunehmen und anzupassen. Und das ist jetzt schon mal wirklich etwas. Also erstmal kommen deine Sandalen vorgeschnürt. Das ist schon mal für mich ein riesen Plus. Ich brauche nicht noch hier durchfädeln und da durchfädeln und jenes fädeln und tralala. Und dann hast du auch noch innovativerweise diese Sandale zum Selberschnüren für Blöde entwickelt. Wie so blöde wie mich. Nämlich mit dem Klicksystem. Yes! Sowas habe ich gesucht. Immer. Und ich fand es so grandios, als ich auf deiner Seite eigentlich eher durch Zufall entdeckt habe, weil ich halt dir ja geschrieben hatte und dann sagte sie, guck mal, was du findest und dann lass uns mal drüber reden, was euch interessiert. Und dann habe ich mich kurz und quer durch die Seite und irgendwann bin ich auf deinen YouTube, glaub YouTube ist das, ne? Ja, genau, auf den YouTube-Links gelandet und dann, wie Sandale mit Klick, hä? Ich denke, das ist so zum Schnüren. Oh geil, Schnüren und Klick, super klasse. Das ist auch eine Kombination, die habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Wie bist du da drauf gekommen, ich glaube, das sind wir schon viel zu sehr im Detail. Annika, lass uns nochmal kurz rückspulen, drei Worte. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, selber Sandalen zu bauen? Okay, und dann erzähle ich auch noch die Klicksache, das ist nämlich Zufall gewesen. Ah, schön. Also es ist so, dass ich eigentlich ganz was anderes gemacht habe. Ich habe Humanbiologie studiert und bin dann einfach nebenbei, also auf Barfußschuhe gekommen. Mhm. Ganz normale Barfußschuhe.
Und das ist jetzt mittlerweile schon fast 8 Jahre her. Da war das noch relativ neu alles. Und bin dann bei Vivo Barefoot damals bin ich rein und habe die ersten paar probiert und war so, oh mein Gott, das sind einfach Schuhe, die meinem Fuß passen. Ich kann jetzt einfach nur noch auf Style gehen, weil ich weiß, dass alle Schuhe mir passen werden. Und war so begeistert von dem. Und dann habe ich angefangen, erstmal nur Barfußschuhe zu tragen. Und dann kam der Sommer. Dann war ich so, damals gab es noch gar keine Barfußsandalen, also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es das noch nicht gibt, es kann ja nicht so schwer sein, sich das selber zu machen. Und habe dann parallel das Buch Born to Run gelesen. Das ist ja wahrscheinlich eher ein Begriff. Ja, ist hier öfter mal erwähnt worden. Ja, genau. Und da kommen ja die Tarahumara-Indianer vor, die sich diese Sandalen selber machen, aus Autoreifen. Und ich habe mir dann einfach gedacht, okay, ich brauche jetzt keinen Autoreifen zerschneiden. So stark bin ich, glaube ich, gar nicht. Und wir haben ja hier die Möglichkeit, einfach eine Sohle zu kaufen, eine fertige. Und dann habe ich mir das selber eine Sohle bestellt, ein Leder bestellt, das mal zusammengeklebt und alles Mögliche herumprobiert. Am Anfang habe ich sogar meinen Bademantel zerschnitten, weil ich einfach verschiedene Schnittmuster ausprobiert habe. Und dann bin ich echt dann im Badezimmer gesessen und überall die Fetzen. Und Das habe ich auch noch nie gehört. Auch nicht schlecht. schön. Ich weiß nicht, am Also. Anfang habe ich sogar einen Schuh mal genäht, also einen Barfußschuh aus meinem Bademantel. Ach. Aber der war mir dann damals noch eine zu große Nummer, also da bin ich dabei. Aber Und interessant. So, also wirklich absolut Handarbeit, do it yourself, selbst herausfinden, fitzeln, machen, tun. Ist schon ja, geil. genau, ja. Okay. Das ist auch Hatte was, ich. was mir immer Spaß gemacht hat, also in allen Okay. Bereichen eigentlich. Das wollte ich gerade dazwischen grätschen. Also bist du generell schon bastelaffin gewesen oder ist das der Zusammenhang mit der Humanbiologie? Schnippelt man da auch viel rum? Naja, ja, auch manchmal. Aber das war tatsächlich immer schon so. Also Kreativität und Basteln und vor allem, wenn irgendjemand sagt, so, das gibt es noch nicht, dann bin ich gleich so, dann muss ich es machen. Es gibt nicht einen Weg. Und genau, und dann habe ich die eigentlich nur für mich gemacht. Also so als einfach für mich einen Schuh. Und dann sind meine Freunde halt auf mich zugekommen und haben gesagt, ah, die sind voll cool, mach mir auch welche und deren Freunde. Und irgendwann hatte ich dann so viele Bestellungen einfach von überall her, weil das so schneeballmäßig sich verbreitet hat, dass ich mir dann gedacht habe, ich könnte jetzt eigentlich so geringfügig Nebengewerbe anmelden und das einfach offiziell machen, weil dann kann ich auch einen Online-Shop machen. Und das habe ich dann gemacht. Dann kam es tatsächlich dazu, dass der Schuster-Innungsmeister gesagt hat, er gibt mir keine individuelle Befähigung, weil ich müsste nämlich als Schuster angemeldet sein, damit ich selber produzierte Schuhe oder Sandalen verkaufen darf. Und der hat Okay. damals gemeint, er gibt mir das nicht, weil niemand wird diese Batschen kaufen wollen. Okay. Ja. Und dann war Gott sei Dank dessen Sekretärin war da dabei und die hat mich dann da unterstützt und gesagt so, nein, lass uns das Mädel halt das machen, gell, so und ich war da ja auch erst 20, also noch nicht so ernst zu nehmen für einen Innungsmeister. Ja, und jetzt, dann habe ich das halt gemacht, habe den Online-Shop gemacht und bin dann mein erstes Mal laufen gewesen damit, den Frauenlauf in Wien. Da habe ich die Sandale angehabt und ein T-Shirt getragen, auf dem eben geniale Sandale und die Seite halt www.genialesandale.at stand. Kurze Und Zwischenfrage, du bist ja. da das erste Mal überhaupt mit der Sandale laufen gegangen? Oder? Nein, davor Okay. bin ich schon selber. Genau, Ich ja. dachte jetzt so, ich mache jetzt hier mal, ich reiße jetzt mal den Marathon meiner Sandale aus Werbezwecken rüber, egal ob ich es kann oder nicht. Ich mache das jetzt einfach. Das wäre ja richtig, Also ich glaube, ich war knallhart. nicht sehr oft vorher laufen Okay. tatsächlich. Also es war eher wegen den Marketinggründen und weniger wegen dem, ah, ich will jetzt den Frauenlauf laufen. Aber ich dachte mir halt, ja, das macht ja sonst keiner in Sandalen laufen. Und Ja. dann kamen tatsächlich ganz viele Anfragen aufgrund von diesem Lauf. Also das haben dann viele gesehen. Und seitdem ist das eigentlich dann ein Selbstläufer gewesen. Also ich habe ganz wenig in Marketing investiert. Es ist ganz viel einfach, die Leute probieren, sind begeistert, laufen damit rum und andere Leute sagen, hey, cool, was ist das? Wo hast du das her? Ja, super.
Genial. Und das heißt jetzt, seit wie vielen Jahren machst du das jetzt genau? Ist jetzt im Mai das 7. Jahr, seit ich Gewerbe angemeldet habe. Boah, klasse. Ja. Läuft aber noch als Nebengewerbe. Du machst es nicht hauptberuflich, oder? Mittlerweile mache ich es hauptberuflich, ja. Tatsächlich? Ach, Ja, komplett haupt. okay. Ach, krass. Genau. Dann Also, läuft's gut. ja, es läuft, genau. Ich hatte ein bisschen einen Corona-Einbruch. Das hatten, glaube ich, fast alle. Ja, wobei tatsächlich, das finde ich total spannend, weil gerade was so Laufsachen anging, Freizeit, Sportartikel war ja eigentlich eher so hoch. Aber es sind sehr spezifische Leute, die damit tatsächlich laufen. Ja, das Also stimmt. der Großteil der Kunden die nehmen das eher dann für in den Urlaub fahren. Und Ja. das war ja gar nicht. Also, dass jetzt Leute Ja. in den Süden gefahren sind oder geflogen sind, das ging ja gar nicht. Ja, Die sind ja, mir ja. alle weggefallen. Aber in der Zeit habe ich die Website auf Englisch übersetzt und habe so ein bisschen den internationalen Markt aufgemacht. Ja, Ja, sehr cool. genial. Toll. Ja. Wenn wir jetzt schon so tief eintauchen in Online-Shop und Co., was genau bietest du denn alles an? Ist es rein Sandale oder gibt es auch nach wie vor die Schuhe aus Bademantelstoff? Also aktuell ist es so, dass ich nur die Sandale habe in zwei verschiedenen Varianten. Also ich habe das echte Leder, das ist Bio-Leder, und veganes Leder, das ist eben einfach, weil ganz viel Nachfrage da war für ein mo veganes Modell. Ja. Und beide in jeweils schwarz und braun. Also das hat sich eigentlich von Anfang an gehalten, dass das ist, wo die größte Nachfrage besteht. Und dann kann man sich natürlich die Schnurfarbe dazu aussuchen. Da habe ich ganz viele verschiedene. Und eben die Schnallen gibt es, das Klicksystem. Und ganz viele Perlen und so Anhänger. Und da kann man sich einen Schmetterling draufhängen oder einen Anker und sowas. Wie ich immer so Genau. liebevoll sage, Deko-Scheiß. Ja, Aber genau. ja, das war jetzt typisch Mann. ja. Nee, stimmt gar nicht typisch Mann, das muss ich revidieren. Ich habe letztens auch jemanden gesehen, der tatsächlich auch seine Sandalen aufgepimpt. Also von Ja. daher, Auch Es mit kommt dann Perlen. schon noch mehr auf den Möglichkeit. Geschmack. Ja, klar. Ja, also gut, mir ist dann die Farbe an der Sandale Schmuck genug, muss ich ja sagen. Ich habe mich ja extra für ein richtig crashfarbenes Band hier in, oh, was ist denn das alles? Neongelb, ups, Ja. brutz, Fireball Neongelb, heißt Orange, es. Rot, Braun. Oh, aber sehr gewagt, Alex, nicht schlecht. Richtig geil, finde ich total super. Ich mag ja Farbe, ne? Also meine Firmenfarbe ist ja auch Orange. Ich mag das, also cresche Farben. Und da habe ich gedacht, naja, zu so einem, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich das schwarze Bioleder und die Yvonne hat Ja. das vegane, ne? Genau. Ja, genau. Und zu so einer, also ich wollte sie ja nicht als schicke Sandale, sondern wirklich als sportliche Sandale. Ich wollte damit richtig, ne? Und wobei ich nämlich tatsächlich, das war so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall noch drüber sprechen wollte. Ich hätte sie nicht unbedingt als Sandale zum Sport wahrgenommen. Deswegen kann ich das völlig nachvollziehen, als du sagtest, deine Hauptkunden sind eigentlich eher aus dem Bereich, wir nehmen es mit in den Urlaub, haben was Leichtes am Fuß. Ich hätte sie als Sportsandale nicht wahrgenommen. Ich habe es aber tatsächlich zumindest ein paar Meter mal getestet, angetestet. Es ist echt erstaunlich, obwohl die so fein sind, dass die wirklich zum Sport auch taugen, zum Laufen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt damit Trailrun machen, muss ich zugeben, dafür ist mir zu wenig Profil, aber für einen lockeren Lauf auf Asphalt oder befestigten Wegen, kein Problem. Super Finde ich gut, auf auch. jeden Ja. Ja, cool, dass du es getestet hast. Ja, also wenn, dann richtig, ne? Also Ja. dafür, weil ich hatte es bei dir, ich glaube, bei Instagram oder Facebook, irgendwie wird wahrscheinlich gleich Inhalt sein, irgendwo hab ich es auf jeden Fall gesehen, dass du damit auch laufen warst, weil in dem Moment, also Selbstschnürer, so Do-it-yourself-Lookalike-Sandalen sind für mich immer nicht gleich mit sportlicher Aktivität assoziiert, weil ich persönlich habe das Problem, wenn der Fuß oder wenn der Schuh oder die Sandale in dem Fall dann mir zu locker sitzt, laufe ich sehr unrund und unsicher. Und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst vor, bei so einem Selbstschnürer, ob das so funktioniert. Ich laufe, wenn ich Schammers laufe, zum Beispiel auch immer noch mal mit den Powerstraps on top. Aber dadurch, dass ich jetzt die Sandale auch so gelassen habe, ich habe dein Band. Also es gibt sehr viel Band. Wie viele Meter Band sind da dran? Entschuldige, dass ich. Ja, insgesamt sind es 1,50 Meter.
Pro Sandale Also oder zusammen? pro Sandale, genau. Ui, ui, ui. Ja. Damit theoretisch kannst du es bis zum Knie hochwickeln, wenn du das möchtest. Genau. Könnte ich mir tatsächlich sogar also gerade bei Frauen, ich sage jetzt mal, wenn man so eine Lederschnürung zum Beispiel hernimmt, könnte ich mir das sehr schick vorstellen, tatsächlich sogar. Dass wenn man das so das Bein hochwindet und wieder zurück und keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht gemacht, sondern ich habe sie tatsächlich zweimal um den Knöchel und dann verschlossen. Und dadurch hatte ich für mich persönlich so viel Haltgefühl oder tatsächlich auch Halt an der Sandale, dass ich gesagt habe, das klappt. Da kannst du jetzt mal testen, ob du damit laufen kannst. Und tatsächlich war es wirklich gut. Also da war ich sehr, sehr positiv überrascht und auch mit relativ wenig Nachjustieren. Also ich bin jetzt im April den Halbmarathon gelaufen damit. Ja. Also hardcore getestet für meine Verhältnisse. Okay. Ja, du, Hardcore-Testen für mich ist 1000 Meter, dann bin ich fertig mit der Welt. Spaß. Ein paar Meter mehr sind es, aber nicht viel. Also Halbmarathon bin ich weit weg von. Ja, aber das ist, also weil du jetzt sagst, mit dem selber schnüren, dass das gefährlich ist so. Gleichzeitig finde ich, ist das nämlich auch so der große Vorteil, weil du kannst es halt anpassen. Bei Ja. fertigen Bändern, du kannst nicht sagen, okay, jetzt da noch 5 mm durch, wäre besser. Das geht dann einfach nicht. Und bei dem habe ich dann bei den Probeläufen halt immer wieder so echt nur milliweterweise durchgezogen und geschaut, bis ich die perfekte Schnürung hatte. Und die ist jetzt einfach genau angepasst auf meinen Fuß. Ich habe Ja, für mich richtig. immer Das das ist auch Problem. das Geheimnis, ne? Dass man wirklich erstmal so ein bisschen hin und her frickeln muss, bis man für sich die perfekte Schnürung hat. Aber das fand Genau. ich auch so faszinierend. Die sind ja wirklich ultra, ultra dünn. Ich habe es gemessen, 2,5 mm habe ich jetzt bei Richtig, meiner habe ich auch Sandale. gemessen. Ja. Tendenz abwärts, würde ich mal so sagen. Ne? Sie tritt sich Ja. noch mal ein bisschen dünner. Richtig. Richtig. Und Aber nicht trotzdem ist die durch. Form Nein. stabil, ne? Das finde ich Ja. halt gut. Also ich hatte schon Sandalen in der Hand, die hatten halt auch ähnliche Maße, ne? Also auch eine ultradünne Sohle und die waren dann halt nicht so formstabil, sodass man halt vorne irgendwie so ein bisschen eingeknickt ist oder so vom Sohlenmaterial. Und das haben die ja gar nicht, ne? Das ist Das ist echt auch was, was faszinierend. ich, also was mir urwichtig war, weil ich eben genau, wie du sagst, ich hatte auch mal eine in der Hand dann, die so total labbrig nach unten war. Ja. Und das hält überhaupt nichts. Und ich habe dann bei dem Gummiproduzenten angefragt, ob er mir die eben in stärker machen kann. Und der macht das jetzt extra für mich so, dass das so dünn und gleichzeitig so stabil ist. Und es ist auch ja thermoplastischer Kautschuk. Also das Okay. heißt, wenn durch die Körperwärme, einfach durch die Fußwärme, passt sich der dem Fuß an und nimmt über die Zeit so ein bisschen das Negativ von deinem Fuß an. Also wenn ich meine jetzt einfach auf den Tisch lege, dann kommt da der Spann quasi nicht mehr am Boden an. Also Ja, also dann hat die. so ganz so weit ist es bei mir noch nicht. Dafür habe ich sie noch nicht genug getragen, aber ich merke das auch schon. Die sind auch schon deutlich, da gehen sie auch schon auseinander, weil sie sich schon Ja. um die Zehen, um die Ferse so ein bisschen dann angepasst haben. Also ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr spannend. Zwei-Komponentensohle ist das, ne? Das heißt, du hast jetzt so eine Gummiuntersohle und obendrauf klebst du dann entweder Bioleder oder veganes Leder. Wie Genau. dünn sind diese Einzelkomponenten denn dann? Also bei 2,5 mm, das ist ja, ein Pferdehaardicke oder so. Nix. Ja, also der Gummi ist, also Kautschuk ist es eigentlich, 1,8 mm ist der dick. Und der ist auch zum Teil aus recyceltem Kunststoff, also das ist Okay. 35% Recyclinganteil, weil nachdem der dann gesagt hat, er macht mir das sowieso nur für mich, habe ich auch gefragt, okay, kannst du es mir gleich noch ein bisschen cooler machen? Und bei dem Leder ist es ja so, dass das durch dieses Bioleder auch nicht so perfekt genormt einheitlich ist. Das heißt, es gibt dann eine Sandale, die ist dann vielleicht aus dem Halsteil vom Leder, die ist dann vielleicht ein bisschen dicker und die andere ist von einer anderen Stelle, die ist dann ein bisschen dünner. Also das sage ich nicht, das ist genau so, aber über 3 mm war noch keine. Ja, also super. Also Ja, echt toll. wirklich, wir hatten nur eine Sandale bisher hier, die dünner war. Das waren die Running Pads. Ja. Aber das ist auch, also das ist zum Beispiel lustigerweise eine Sandale, die jetzt nicht unter das Thema Selbstschnürer fällt, aber die würde ich zum Beispiel nicht zum Laufen nehmen. Die klebt Also. man. Ist das die, die man klebt? Nein. Nein, um Nee. Gottes Nein, Willen. okay, das ist was Nee, anderes. nee. Running Pads sind aus einem Stück, wie war das nochmal, biogegerbtes Rindsleder.
Also wirklich eine aus einem kompletten Stück und dann mit Kerben und durchgefiedelt und keine Ahnung was. Wunderschönes Ding ist ist meine Sandale für schöne Gelegenheiten. Wenn ich eine schöne Sandale am Fuß haben möchte, dann nehme ich die. Deswegen sagte ich gerade auch so ein bisschen despektierlich, das ist nicht meine schöne Sandale. Das war die Alltags- und vielleicht mal Laufen-Sandale, die geniale Sandale. Jetzt für die schöne Sandale habe ich diese Running Ja, weil du Pads. noch nicht diese ganzen Perlen drauf hast, das würde das super aufhübschen. Aber du hast es ja selber auch gesehen und kommentiert. Es sind die mit diesen goldfarbenen Schnallen jetzt Ja. aktuell noch bis morgen. Morgen kommt nämlich das Paket mit den neuen Schnallen. Oh. Das war nicht gut. Ich habe falsch bestellt. Ich hatte Messing. Also nochmal kurz so für die Hörer draußen. Also dieses Schnallensystem von der Annika fand ich so geil, dass ich tatsächlich versucht habe, das mit den Running Pads, die wir vor, ich glaube, 9 oder 10 Folgen hier hatten, zu adaptieren. Hat super funktioniert, so vom Grundsatz her. Ich habe nur die falschen Schnallen bestellt. Ich hatte Messing bestellt. Jetzt hatte ich so goldene Schnallen da dran. Das sah vielleicht dämlich aus. Ja, dann ist ein bisschen übertrieben für schick, ne? Ja, ich habe sie jetzt neu bestellt in Altmessing. In Altmessing, das sieht so ein bisschen fast schon so wie Hammerschlag aus, so ein bisschen verwittertes Grau mit leichten Schwarzanteilen. Also das ist schöner. Nicht Sehr so Gold. männlich. Ja. Ja, und Markus-Sandale vom Barfußgefühl habe ich nämlich dann auch mit diesem Trick von dir aufgepimpt, mit dem Trick mit dem Klick, und habe mir dann auch noch Klicks bestellt und habe dann da auch Klick dran gefiedelt. Jetzt trage ich sie auch ab und zu mal. Aber die sind 5,5 Millimeter stark. Die kommen nicht an die geniale Sandale dran. Deswegen sind die nicht ganz so oft im Einsatz. Es wird dann meine Wintersandale. Apropos Schnürung und Klick. Ja. Gibst du Empfehlungen raus, wie man die sich am besten anpasst am Fuß und wo man dann die Schnalle setzt? Gibt es da irgendwie Tricks und Hilfsmittelchen deinerseits oder sagst du, muss jeder individuell für sich herausfinden? Also ich habe es ja schon, die kann man ja vormontiert bestellen auch, die Schnalle. Also entweder man bestellt die so, dass ich sie einfach auf die Seite dazulege und man baut sie sich selber ein. Oder man zahlt ein bisschen einen Aufpreis und ich montiere die schon rein. Und dann mache ich es an die Stelle, wo ich der Meinung bin, es ist am bequemsten am Fuß und es hält am besten. Das habe ich ja, glaube ich, beim Alex auch gemacht. Ja. Für Schnürblöde und Faule hat Annika netterweise mir das Und wo sitzt vormontiert. das dann? Das würde mich jetzt interessieren. Wo Das sitzt das ist dann? quasi genau also von dem Zwischenzehe zum Außenknöchel, genau in der Hälfte. Ah, Also okay. du bist so genau in der Mitte. Ganz viele machen nämlich intuitiv eher, dass man weiter hinten den Verschluss macht, aber dann wird es zu wackelig vorne. Also dann wird es vorne so ein bisschen flapsig. Also genau in der Mitte mag ich es eigentlich am liebsten, aber es ist eben so, dass du die selber verschieben kannst. Also du gehst damit und dann stellst du irgendwie fest, ah, okay. Okay, da drückt's oder ich weiß es nicht, ich habe genau da irgendeinen Knochen rausstehen oder so, dann probierst du es halt ein bisschen weiter vorne oder hinten. Ja, super. Also Tolles ich habe es System. tatsächlich an der Stelle nicht verstellt. Also ich habe tatsächlich hinter die Bandlänge vom Verschluss, also nee, also der Verschluss ist an Ort und Stelle geblieben zwischen Zehe und Außenknöchel, aber das Band, das dann hinterher um den Knöchel rumgeführt wird, da habe ich nur noch in der Länge nachjustieren müssen. Ansonsten passte das tatsächlich super gut. Schau Ja, an, sehr gut. toll. Sehr, sehr Ja. cool. Ja, ich habe ja die Variante tatsächlich, mit Schleife. Ja. Ne? Ich weiß nicht, die Bandlänge ist wahrscheinlich bei beiden Modellen gleich, ne? Ja, 1,5 Meter. Ja, genau, genau. ist Ja, immer so. ich habe auch ordentlich gekürzt, weil ich halt nicht 10-mal rumwickeln wollte. Aber ich finde gerade die Schnur sehr angenehm. Ich hatte halt auch schon Sandalen in der Hand, wo die Schnur doch ein bisschen rauer war, ne? Oder bei Feuchtigkeit dann halt auch irgendwie wo gerieben hat. Und das ist bei deinen nicht. Nimmst du da irgendwie besondere Schnürungen oder was ist da das Geheimnis hinter? Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, das ist wirklich so. Also ich habe auch lange getestet, weil am Anfang habe ich ganz normale Schuhbänder probiert, die man halt so als Ersatzschuhbänder einfach kaufen kann. Und die waren dann eben entweder sehr schnell durch, wenn die aus Baumwolle sind, dann reiben sich die einfach schnell auf, oder eben zu rau.
Und das ist jetzt Paracord, also das Fallschirmschnur ist das eigentlich. Und das muss eben total gut durch diese Ösen gleiten können beim Fallschirm. Genau. Und passt sich eben total gut dem Fuß an. Und das, also wie ich das getestet habe, war ich so, ah, das ist es. Damit kann ich jetzt eben auch einen Halbmarathon laufen, ohne dass ich da eine wunde Stelle kriege. Und die halten da eben auch alles aus. Also das hat, glaube ich, eine Lastkraft von 300 Kilo oder so. Also wenn man Ui. sich mal mit 300 Kilo an die Sandalen heranhängt, dann reißen sie vielleicht. So Und schwer hatte auch ich nicht das. vor zu werden. Ja, genau. Dann müsste man auf die nächste Dicke gehen. Dann geht es noch bis 1000 Kilo. Ja, und die Ja. Sohle von der Abriebfestigkeit her, also ich habe die jetzt auch getestet auf Asphalt, im Wald, beim Gassigehen, auf der Wiese und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Wochen haben wir die jetzt und da ist wirklich noch gar nichts dran zu sehen. Das finde ich total faszinierend. Während wir andere Sohlen getestet haben, die, ja gut, die waren natürlich auch ein bisschen weicher oder hatten ein bisschen mehr Profil, da nimmt man das schon wahr. Aber bei denen, das finde ich echt faszinierend. Die sind ja spurlos wie neu, als wenn ich sie gerade erst aus dem Regal genommen hätte. Ja, ich habe auch, also mein allererstes Paar damals, was ich mir eben selber gemacht habe, das hat immer noch eine gute Sohle. Also das ist, ich trage es jetzt nicht mehr, weil ich mittlerweile halt immer das aktuelle Modell trage, damit ich das herzeigen kann. Aber das habe ich sicher 4, 5 Jahre im Dauereinsatz gehabt. Und das ist immer noch gut. Ich glaube, also ein bisschen ein Trick ist es, weil sie eben kein Profil haben oder fast keins, also nur so ganz leicht griffelt. Dadurch gibt es halt nichts, was sich wegschleifen kann. Wenn man jetzt da starke Rillen raus hat, die reiben sich dann ab. Und bei dem ist es aber so, dass es insgesamt ja sehr flach ist und dadurch gibt es nicht so viele Reibungspunkte einfach. Das stimmt. Du sagtest gerade das aktuelle Modell. Welche Entwicklungsschritte hat deine Sandale so genommen? Oder ist die vom Prinzip her, so wie sie heute ist, auch schon vor 7 Jahren, als du gestartet hast, gewesen? Genau, das Prinzip ist immer noch dasselbe. Also auch diese Drei-Punkt-Schnürung, das hat sich alles nicht verändert. Es ist nur vom Obermaterial bin ich eben besser geworden. Also am Anfang habe ich mit ganz normalem Leder angefangen und eben ein ganz normales Kunstleder auf Kunststoffbasis. Und dann habe ich aber diesen ganzen Nachhaltigkeitsanspruch an mich selber. Und deswegen bin ich dann erst zu diesem Bioleder eben gekommen. Dann musste ich das natürlich testen. Dann habe ich verschiedene vegane Varianten im Einsatz gehabt. Einmal dieses Pinatex, das ist aus Ananasblattfaser. Ja, schon mal gehört. Ja, das ist leider nicht robust genug gewesen. Also das reibt sich dann ab mit der Zeit. Und dann hatte ich Holzleder im Einsatz. Also das, genau, das muss ich dann immer testen. Und jetzt ist aber immer noch, also das Leder ist eigentlich meine Lieblingsvariante. Das mag ich am liebsten. Fühlt sich am besten an am Fuß. Wie ist das mit der Reinigung? Weil ich hatte nach dem Tragen, nach dem Testen doch, ja, ne? Hund, Halt, Wiese, Wald und Co. Hast du da Tipps, wie man die am besten wieder sauber kriegt, sowohl von der Sohle als auch wohl vom Leder her? Ja, ist ein ganz toller Trick. Trick 17. Man nimmt sie und dann hält man sie unter das Wasser. Wow. Okay. Ja. Ach nein. Wow. Ja. Wahnsinn. Lang dran Alternativ kann man getüftelt. auch einfach damit durch den Fluss rennen. Dann sind sie auch weg. Ja, kann man Ah. tatsächlich wirklich. Ja. Also gerade du hast ja die vegane Variante, Yvonne. Ja. Die ist wirklich super. Also die hält alles aus. Die kannst du wahrscheinlich sogar mit Spülmittel waschen. Und da passiert nichts. Und die Ledervariante habe ich auch, also unter normalem klaren Wasser kann man die einfach rubbeln und da geht der ganze Dreck runter. Wenn man da jetzt irgendwie Spülmittel nimmt oder sowas, weiß ich nicht, ob das Leder so gut findet, aber sauber wird es auf jeden Fall. Und ich war eben auch schon, also durch Flüsse und sowas ist überhaupt kein Problem, da kann man auf jeden Fall durch. Und ins Meer ist auch kein Problem, da ist dann mit dem Salz hält das ein bisschen auf, also da wird die Farbe dann ein bisschen heller, aber ansonsten hält die das auch aus. Toll, Ja, super. absolut, super Ja, gut. konntest du schon irgendwie wo, wann mal Geruchsentwicklung feststellen? Also ich hatte schon ein paar Sandalen, die waren halt vom veganen Leder her doch leider so konzipiert, dass halt irgendwann auch man ja trotz Sandalen Schweißgeruch feststellen konnte. Wie ist das bei deinen Sandalen? Ich glaube, dafür teste ich die noch nicht lange genug. Also bei dem Pinatex hatte ich das tatsächlich. Das war,
eben so offenporig, ich weiß es nicht, das hat sich so oben eben so ein bisschen aufgeraut Ja. und dadurch konnte dann der Schweiß da, glaube ich, eindringen und dann die Bakterien tun dann den Rest. Aber bei der jetzigen Variante eben, die ich habe, ist das nicht. Also da habe ich noch kein Feedback gehabt in die Richtung. Ich habe eben selber die Ledervariante, aber in meinem Freundeskreis ist die vegane Variante auch ganz viel vertreten und die sagen da alle, das ist super. Ja, perfekt, sehr schön. Toll. Was ich natürlich auch richtig genial finde, und da muss ich jetzt mal tatsächlich, ich hatte erstmal richtig Probleme, die richtige Größe zu finden. Und da will ich mal kurz von berichten, weil das fand ich insofern richtig spannend. Ich lag genau zwischen zwei Größen. Und da habe ich die Annika angeschrieben und gesagt, ich habe da so, ich weiß nicht irgendwie, welche soll ich denn? Und dann kam sofort, nimm die größere und schneid ab. Und ich habe gedacht, kannst du, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen, kannst doch nicht die nagelneue Sandale kaputt schneiden, was deine Scheiße. So, genial. Absolut genial, dass das funktioniert. Also die ist ja so konzipiert auch von den, wie das alles gesetzt ist, von den Schnürungen her, dass du sowohl vorne als auch hinten kürzen kannst, sodass wenn die Länge wirklich nicht passt, einfach ein paar Millimeter ab und du hast keine Stolperkante mehr. Das finde ich richtig genial. Das kannst du bei nicht vielen Sandalen. Also ich wüsste tatsächlich gerade, also ich würde es bei meinen Schammers würde ich es tatsächlich nicht machen, weil ich dann echt Angst hätte, dass meine Sohle auseinanderfliegt. Aber bei deinen ist es ja wirklich überhaupt kein Problem. Vom Prinzip her brauchst du nur eine starke Schere und kannst ja einmal oder mit einem Cuttermesser kannst sie schön dann ein bisschen kürzen. Fand ich total super. Also nicht nur von der Schnürung, sondern auch von der Sohle, sehr individuell anpassbar. Ist auch so gedacht tatsächlich. Also in deinem Ja, Fall jetzt das. war es einfach, du warst dir nicht sicher und deswegen hast du dann die größere genommen. Aber an sich, auch wenn du dir sicher bist mit der Größe, ist es eben so gedacht, dass wenn du die jetzt mal eine Woche getragen hast und du merkst, okay, rechts von der kleinen Zehe, da komme ich nie an, da habe ich überhaupt keinen Abdruck, das steht immer über, dann kann man das einfach so weit wegschneiden, bis das wirklich nur noch genauso groß ist wie dein Fuß. Und dann ist es eben auch, das reduziert total diese Stolperfalle, was du gesagt hast, dass das dann eben vorne so umklappt und so. Das passiert, wenn die viel zu groß ist. Und wie war es mit dem Schneiden? Ging das gut? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht geschnitten. Aber ich habe es dann ja gesehen bei dir, dass es funktioniert, dass es geht. Also ich brauchte es tatsächlich nicht. Ich war mir sehr unsicher. Okay. Ich hatte ja gedacht, ich müsste schneiden. Aber bei mir ist tatsächlich, ich habe immer ein bisschen Probleme, der Zehensteg sitzt manchmal für mich richtig scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe das Problem bei fertigen Sandalen ganz oft, dass der Zehensteg zu weit vorne steht. Also ich brauche dann die Länge und dann ist aber der Zehensteg fast schon vorne am Zehennagel und eben nicht in der Zehenkerbe, wenn ich es jetzt mal so sagen möchte. So, und bei dir hatte ich dann auch halt die Befürchtung, dass es durch die Größe auch dazu kommt. Es passt aber hervorragend, so wie es jetzt ist. Ich habe es dann hinten einen kleinen Tacken enger gemacht, sodass ich vorne und hinten, was habe ich jetzt hier, einen Überstand vielleicht von, naja, hinten im dicksten Bereich vielleicht einen Überstand von 5 mm und vorne 2, 3. Ja, perfekt. Ja. Das stört gar nicht, ne? Das stört überhaupt nicht. Also deswegen habe ich dann auch das Schneiden sein lassen, Ja. weil es eben funktioniert. Hast du den perfekten, geniale Ja, ja, ja. Sandalefuß? Absolut. Hat absolut funktioniert. Wo wir aber ganz kurz eben drüber sprechen, Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe total vergessen, welche Größe hatte ich überhaupt bei dir bestellt? Ich weiß gar nicht mehr. Weißt du es gerade noch aus dem Kopf? Macht auch Nein. nichts. Ja, vielleicht finde ich es gleich noch schnell raus. Aber du gibst ja auch dann die Längen an. Das ist ja schon mal das Schöne. Du gibst ja die kompletten Maße der Sohle auf deiner Webseite an. Ich habe mir dann welche bestellt in 28,7 mal 12 Zentimeter. Das ist genial. Von den Maßen her. Eigentlich, wie gesagt, ein bisschen groß für Sandale. Ich habe 27,2 ist mein Fuß, heißt 15 mm länger ist die Sandale. Das war so, wo ich halt die Befürchtung hatte, ich sage immer bei Sandalen eher so gegen 7 mm, aber es klappt hervorragend. Funktioniert, passt. Und was ich halt wirklich genial finde und weshalb sie meine neue Lieblingsalltagssandale geworden ist, ist einfach das Gewicht. Du hast einfach eine Feder am Fuß. Das ist tatsächlich die leichteste Sandale, die wir je hier im Podcast hatten. 83 Gramm pro Stück. Das ist ja Hammer.
Also, du spürst sie gar nicht. Wenn die, also, ich habe tatsächlich noch überlegt, mal die Schnürung doch noch zu kürzen und nicht so um den Knöchel drumherum, weil ich glaube, dann merke ich sie endgültig gar nicht mehr. Also, ich merke sie jetzt am ehesten mal noch am Knöchel, dann halt, wenn die Schnürung drumherum läuft, weil es halt ein ungewohntes Gefühl ist. Aber ich glaube, wenn ich das auch noch wegkürzen würde, dann spüre ich sie endgültig gar nicht mehr. Das finde ich total genial. Ja, ging mir auch so. Ich habe die auch vermessen. Also ich habe die jetzt in der Länge 28, in der Breite 11. Und bei mir wiegen die gerade mal 65 Gramm. Also das ist Boah. wirklich ja, ein absolutes Fliegengewicht. Ich hatte auch in unserer Tabelle mal geguckt. Ne, wir halten ja immer in Excel nach, was wir alles so getestet haben. Also das ist wirklich bis jetzt mit Abstand das Leichteste, was uns je unter die Füße gekommen ist. Im wahrsten Das, Wort, ja. im wahrsten Wort, das ist echt unglaublich. Ja. Das ist wirklich der Hammer. Richtig, richtig gut. Ich Und? gucke gerade, ich stöber gerade in deiner Größentabelle. Wenn ich jetzt mal hier auf die 28 gehe, das ist dann die Größe 9,5. Ne? Das Dann hast ist. du die 9,5 und ich wahrscheinlich die 10,5. Ja, genau. Und du müsstest dann die 10,5 haben oder die 10 haben, ne? Ja, ich glaube, wird schon eine ganze Größe dann sein, denke ich. Ja, das kann sein. Bei 7, bei 7 Millimeter, ja, wird schon eine ganze Größe sein, denke ich, ne? Ja. Ja, passt. Ja, ich habe jetzt alle Größen drin, also wahrscheinlich ist das jetzt UK-Größe, Ja. weil normal, ja, genau. EU-Größe hast du ja auch, genau, deswegen. Ja, genau, das ist der Löwenanteil. Interessanterweise ist es ja sogar so, dass mittlerweile sogar die Experten aus USA und UK empfehlen, in EU-Größen und Zentimetern zu bestellen, weil Okay. das feiner ist. Also es ist einfacher in Zentimetern zu bestellen als in Inches. Ja, weil Weil, ein Inch viel größer ist, oder? genau, ne? Das heißt, man kommt da auf feinere Maße und deswegen empfehlen die halt auch eher auf die EU-Maße, weil die das auch feiner abbilden, weil US-Maße und auch die UK-Maße immer um Inches springen. Also eine ganze Größe ist immer ein Inch größer. Und deswegen haben die auch so viele Halbgrößen. Deswegen empfehlen die eigentlich mittlerweile eher auf Zentimeter und EU-Größen zu achten. Ja, macht ja auch Sinn, stimmt. Ist gar nicht so doof. Ja. Nee. Wir empfehlen eigentlich eher auf China-Größen, weil, wie wir erfahren haben, mal im Rahmen unseres Podcasts, ja, die Asiaten grundsätzlich die Innenmaße als Größe angeben. Also ein 210er Schuh ist halt 210 mm Sohleninnenmaß. Also das finde ich noch ein viel besseres System. Das ist mal schlau, ja. Ja, das ist wirklich schlau. Ja, braucht man nicht umrechnen, hat man direkt fertig sagen. Ja, richtig. Über den Preis wollte ich mal kurz reden, weil auch das finde ich super. Also, bevor ich aber über den Preis rede, noch folgende Frage. Das ist alles komplett Handarbeit, oder? Also jetzt mittlerweile lasse ich die Sohlen verkleben und ausschneiden. Okay. Also das macht ein Wiener Unternehmen für mich, weil bis vor 3 Jahren habe ich das alles ganz komplett selber gemacht. Und dann ist aber das Bestellvolumen zu groß geworden und Okay. ich hab so einen Unterarm gekriegt, weil ich mit der Schere durch das ganze Leder geschnitten habe. Ich gehe mal davon Und aus, die werden jetzt gestanzt, oder? Von den Größen? mit dem Laser gecuttet. Weil Ah, sie so okay. dünn sind, das geht sich eben noch aus mit dem Laser. Okay. Und dann kommen die zu mir und ich mache dann aber immer noch das Finish. Also ich fädel dann eben die Schnur ein und alles mögliche andere, was man dazu bestellt und verschickt die auch von mir. Ja, also wenn man das mal überlegt, also ich sag mal, der Löwenanteil ist immer noch Handarbeit und trotzdem sind wir bei der günstigeren veganen Variante bei gerade mal 55 Euro zuzüglich Versand. Das ist ein Knallerpreis. Also super, ne? Also die Sandale, wie ich sie jetzt hier liegen hätte, mit dem Bioleder 63 Euro plus den Klick mit 3 Euro. Den du ja auch noch dann reinfädelst. Also Materialpreis plus deine Arbeitszeit, das ist auch ein Knaller. Also für 66 Euro habe ich hier meine geniale Sandale. Also der Name trifft es auch wirklich sehr, also wirklich super. Ja, das war mir auch total wichtig mit dem Preis, dass das dann eben nicht für den Kunden sowas ist, wo man sich denkt, ach, das ist nur ein Stück Sohle mit Leder, das kann ich ja selber machen für 15 Euro oder so, sondern dass man eben sagt, okay,
das ist es mir noch wert, aber es ist nicht so überteuert. Und Ja. tatsächlich habe ich deswegen auch schon bei manchen, also Wiederverkäufern, dann abgesagt, weil ich gesagt habe, ich will nicht jetzt dir um 100 Euro hergeben, weil ich will, dass der Kunde dann noch die Qualität und das alles, aber auch zu einem leistbaren Preis hat. Ja. Und dann ist es mir das nicht wert, dass der dir jetzt um 100 Euro verkauft. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber wir hatten hier ja mehrfach auch schon das Thema, wo ist eine Preisgrenze? Wo hole ich auch noch Leute ab, die nur eine schöne Sandale für den Urlaub haben wollen? Und wo bin ich tatsächlich in dem Segment Sandalensportler oder halt sehr, sehr, ja, ich sage jetzt mal Sandalenenthusiasten, die was ganz, ganz Spezielles suchen. Um nochmal dann auf die Running Pads zu kommen, da waren wir bei 200, über 200 Euro für so ein Sandalenpaar. Ne? Das ist schon grenzwertig, sage ich jetzt mal, vom Preis. Und da bist du tatsächlich, glaube ich, in einem Preissegment, der einfach die Leute abholt. Und das finde ich einfach genial. Und auch diese individuelle Anpassbarkeit mit 1000 Farbvarianten. Was bietest du eigentlich auch Kindersandalen an, also Kindergrößen? Ich habe es früher ganz normal drin gehabt zum Auswählen im Online-Shop. Und es ist jetzt aber dadurch, dass ich jetzt eben schneiden lasse, ist es zu unsicher. Also es kommen sehr wenige Kinderbestellungen rein. Und jetzt habe ich einfach eben noch zwei, drei Platten daheim einfach. Und wenn jemand eine Kindersandale will, dann kann er mir das schreiben. Das steht auch auf der Website. Dann sagt er mir, ich hätte gern Größe 28 oder so. Und dann schneide ich die eben noch zu Hause selber aus und schicke dann. Ja, tatsächlich noch was, wo ich nämlich überlege, ich suche für mein Töchterchen noch für eine schicke Sandale und ich glaube, du hast so eine knallpinke Schnur, glaube ich, auch ziemlich präsent direkt auf der Webseite. Hast du da an einem Modell dran? Ich glaube, das wird ihr gefallen. Ja, super Aber gerne. dann mit dem Klick, weil das mit den selber Schnüren, das kriegst du noch nicht hin mit sechs. Ja, der Klick ist gut. Ja, der Klick ist genial. Also wirklich, ich finde das auch schön, dass du es tatsächlich so offen präsentierst, also dass es jeder im Endeffekt nachmachen kann. Dass er, ne, ich sage jetzt mal, ehrt dich da in gewisser Weise, dass du nicht sagst, hier, das ist jetzt meine Patentidee und ich, ne, nur ich mache das. Und dass man aber auf die Art und Weise auch sagen kann, okay, ich bestelle deine Sandale und wenn ich dann merke, oh, mit dem Klick wäre vielleicht doch nicht schlecht, dann schick mir eben den Klick, ich mache es doch nochmal selber nach, weil es wirklich sehr feinteilig von dir erklärt ist, sodass selbst so Trottel wie ich es ja nachmachen können. Ich habe es ja bei zwei Sandalen nachgemacht. Das funktioniert. Yeah. Du hattest es vorhin aber kurz angesetzt. Das war ein Zufall mit dem Klick. Wolltest du da nochmal kurz erzählen, wie es dazu kam? Ja, das ist nämlich über die Seite, wo ich die Schnüre bestelle. Also da habe ich eben verschiedene getestet und dann war ich so, okay, Paracord ist es. Und die machen so Hundehalsbänder, also Paracord, Hundehalsbänder und Leinen und irgendwie so Survival-Armbänder und Ja, alles ich wollte schon Mögliche. sagen, es ist eine Survival-Sandale. Wenn ich im Ja. Busch gefangen bin, kann ich notfalls die Sandale zerschneiden, kann mich da am, weiß ich nicht, irgendwo am Felsen mit abhangeln mit den 3 Meter Ja, Paracord, die ich dann zur genau. Verfügung habe. Bis 300 Kilo, kein Problem. Ja, nur der Klick hält nicht so viel. Nein, der nicht. Aber da haben, es gibt sogar eine Schnur, die hat innen drinnen eine brennbare Schnur verarbeitet. Also das ist dann tatsächlich die Survival-Schnur. Wenn du die Okay. aufschneidest, dann kannst du innen das anzünden. Das ist dann wie so eine Lunte. Heiße Okay. Ja. was nicht alles gibt. Aber das Ja. habe ich nicht verarbeitet. Ja, und da, die haben dann alle möglichen Gimmicks halt dann dabei gehabt. Also dass die genau auf diese Paracord-Größe passen. Also dass das genau gut dazu zu verarbeiten ist. Und dann habe ich mir einfach mal so eine Handvoll von allem bestellt. Und da war dabei ein Kompass, den du draufwedeln kannst. Ja, okay. Cool. ein Flaschenöffner. Und Aber das ist doch mal, warum ist das nicht auf deiner Webseite? Was ist denn los hier? ja, der hat leider nicht so gut funktioniert, sonst wäre der schon da. Und eben auch die Schnalle. Und das habe ich einfach alles mal bestellt und dann ausgetestet. Also es war überhaupt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ah, ich brauche noch irgendwas für die Leute, die keinen Knoten machen wollen, sondern es war eher so, dass die das sowieso hatten. Ich Ja. probiere es mal. Und es kommt auch total gut an. Also eben gerade bei den Männern, die mögen das sehr gerne. Ja, Männer sind schnurfaul.
Hast du dieses System, hast du das dann für dich, hast du das selber entwickelt? Also wie man das Ja. dann auch ein, ja, also weil das ist ja, also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Das ist hier durch und dann umknicken und klappen und klippen und hier noch und da noch. Oh, ob ich das wirklich, zum Glück hast du ja wirklich, wie gesagt, sehr kleinteilig erklärt, aber im ersten Mal habe ich gedacht, wie kommt man auf sowas? Das ist, ich kann es jedem, der jetzt zuhört, nur empfehlen, guckt mal auf die Seite von Geniale Sandale und guckt dann in den Erklärvideos euch das an. Und lasst es mal kurz auf euch wirken. Wenn ihr überhaupt nicht bastelaffin seid, oder höchstens so wie ich mit einer Kreissäge umgehen kann, so als filigranstes Werkzeug der Welt, dann Respekt, wer da drauf gekommen wäre. Ja, Oh, sowas liegt geil. mir. Aber Ja. das ist auch, was du vorher gesagt hast, mit dem, dass ich das quasi einfach zur Verfügung stelle, alles. Das ist nämlich auch so, dass ich mir denke, ich habe es ja auch nicht erfunden. Also ich habe ja das von den Tarahumara-Indianern jetzt kopiert und halt für mich optimiert. Aber das ist jetzt auch nicht so eben, dass ich sage, ich habe es erfunden und jemand anderer kann das jetzt nicht nachmachen, weil jemand anderer kann ja auch einfach zu denen gehen und dann sagen, ich mache das jetzt so wie die. Also da finde ich auch wichtig, dass man dann eben sagt, ich sage auch immer, das ist nicht meine Idee, die ist von denen. Ich verwende es halt so und ich baue es so um, dass es für mich funktioniert. Aber also patentieren oder so würde ich das jetzt nicht lassen. Wenn es überhaupt ginge, aber also ich finde es auch super, also Entschuldigung, Trockenhals. Was ich halt super finde, ich hatte gedacht, na boah, der Klick ist aber, der sieht so winzig aus, der ist so klein. Ich weiß nicht, was hat er, 2, nee, 16 Millimeter oder was war das? Irgendwie sowas in der Ja, ich Breite. glaube. Irgendwie so recht klein und zierlich. Aber er ist stark, also er hält doch einiges aus. Gut, wie gesagt, ne, mit einer Liane abhangeln oder so geht halt nicht. Aber am Fuß mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass der aufgehen würde oder so. Also der ist wirklich robust und gleichzeitig aber auch so klein und fein, dass er am Fuß halt nicht stört. Das ist ja auch eine Kunst. Also ich habe hier auch Sandalen mit so einem Klickverschluss, wo ich dachte so, boah, der nervt aber. Und wo ich auch tatsächlich hinterher aufgeriebene Stellen hatten, weil die verkantet haben, weil die ins Fleisch eingebohrt haben und sonst irgendwas. Und bei denen aufgrund der Größe alleine schon völlig problemfrei. Und das fand ich total super. Und sie sind auch so ein bisschen gebogen. Also Ja. wenn du von der Seite drauf schaust, dann ist der so ein bisschen in, Ja. was ist das, konvex? Also Gebogen. Wir bleiben bei gebogen, gebogen. gebogen, genau. Also er ist nämlich auf dem Fußrücken, der Fußrücken ist ja auch gebogen. Und das kommt auch daher, dass das eben für diese Survival-Armbänder gedacht ist. Und das ist ja auch dann, dann muss es sich ja um dein Handgelenk richten und deswegen passt das dann perfekt auf den Fuß. Ja, Ja, also super. wirklich, wirklich super. Er Also hat mal super gesagt und nicht genial. Das ist das geflügelte Wort Der heute. Name ist Programm. Ich glaube, der ist auch richtig super gewählt, der Name Geniale Sandale, weil Ja. bei Alex wirkt es schon richtig Wunder. Ich weiß nicht. Ja. Ich habe eigentlich angefangen, eine Strichliste zu machen. Was? Grausam. Ja, aber super Wie Sandale oft hätte auch du nicht genial geklungen, ne? gesagt hast, ist echt geil. Ja, super Sandale hätte auch nicht geklungen. Ja, das ist marketingtechnisch Bombe von mir Funktioniert. einfach Ja. gewählt in der Sprachgebrauch. Ja, apropos, wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Geniale Sandale. Ja, das habe ich nur meinem Vater zu verdanken, muss ich ehrlich sagen. Ich Okay. habe nämlich überlegt, was sich reimt auf Sandale. Und dann bin ich auf banale Sandale gekommen, was ja marketingtechnisch wirklich ganz furchtbar ist. Ja. Und Ja, dann, aber ich ja. sag mal, dem System her würde es ja gerecht, ne? Genau, das war meine Ja. Idee, dass man einfach so quasi nichts schönredet, sondern einfach sagt, oh, das ist es und du kannst es haben, wenn du willst. Und mein Vater war dann eben so, boah, überleg dir das nochmal, das ist irgendwie so banal, das ist jetzt nichts, was gut zieht. Und der ist dann eben auf Geniale gekommen und Ja. das ist perfekt. Also, Ja, ja, absolut. ist wirklich perfekt. Ja. Werbung funktioniert. Läuft. Triggert sofort. Triggert sofort. Triggert sofort. Und da habe ich überlegt, wenn ich noch einen Barfußschuh irgendwann mache, dann nenne ich den Schnieken Sneaker.
Sneaker. Auch nicht schlecht. Schnieker. Ja, das ist noch. Du, sag Bescheid. Ja, aber hast du tatsächlich Ambitionen in die Richtung, das zu probieren? Dich da am, also wir haben ja gerade frisch, also direkt vor dir ist die Tanja Dentel, die selber näht, und 4-5 Folgen davor hatten wir den Gerd Ujan, der selber filzt, sozusagen. Wäre das für dich noch eine Variante aufzusatteln, auf die geniale Sandale einen schicken Sneaker? Ja, auf jeden Fall. Also das ist was mir schon lange im Kopf herumgeistert. Das ist nur was sehr, da braucht man dann ein Startkapital. Und bis jetzt mit der Sandale ist es das so, dass das alles sehr gut sich selber erhält und sich selber finanziert und alles. Mhm. Und deswegen ist das der Schritt, der noch aussteht, weil ich das dann ehrlich gesagt nicht selber nähen wollen würde, sondern das würde ich dann produzieren lassen. Ja. Und dafür muss man dann natürlich eine erste Mindestbestellmenge haben. Und genau, da muss man dann das Kapital dafür haben. Aber die Idee ist auf jeden Fall da. Mhm. Und das wäre dann eben auch genau mit der Sohle, wie die Yvonne gesagt hat, so dünn und nicht abriebfest und abriebfest. So. Ja. Oh. Und das einfach nur als Schuh dann. Also das wäre auf jeden Fall was, ja. Das hört sich gut an. Ja. Auf jeden Fall. Also, sag Bescheid, wir sind dabei. Ja, Aufruf zum Crowdfunding in 3, 2, 1, jetzt. Ja, genau. Sie finden auf Kickstarter ab morgen folgen den Sneaker. Genau. Sehr schön. Wir nähern uns schon so langsam, aber unsicher der guten Stunde. Wie die Zeit verfliegt, wenn man sich nett unterhält. Ich finde es immer wieder schon. Was mir im Nachhinein noch so einfällt, man hat es ein bisschen aber Akzent gehört, wir haben gar nicht drüber gesprochen, du kommst aus Österreich, ne? Aus Wien, ja. Aus Wien, ja. Okay, dann frage ich nicht nach Bergwandern, in Wien sind keine Berge. Ja, außer, nein, hast du mal probiert, mit den Dingern wandern zu gehen? Richtig Berge hoch? Ja, also Wien ist ja das Wiental. Deswegen sind links und rechts schon ein bisschen Hügel, aber ja, richtige Berge nicht. Aber ja, bin ich. Also ich bin schon, was ist das Höchste? Ich habe einen 2000er bin ich gegangen mit Zahlen. Und das ist wirklich, also für mich kein Problem gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, irgendjemand, der immer mit Bergschuhen geht, die über den Knöchel gehen und festgezurrt sind, so nimm mal die geniale Sandale, kein Problem. Aber wenn man schon in diesem ganzen Minimalschuh-Business drin ist und sagt, okay, ich trage zu Hause nur noch die, ich gehe vielleicht laufen mit denen, die Fußmuskulatur ist so gestärkt, dass man sagt, der gleicht das aus, dann ist das wirklich kein Unterschied mehr für mich gewesen. Ja. Dann ist es eben sogar eher so, dass sich der Fuß dann an Unebenheiten viel besser anpassen kann und nicht mit so einer steifen Sohle komplett auf die Seite knöchelt. Ja, absolut unser Reden. Haben wir hier auch tatsächlich schon mehrfach thematisiert. Dass man das immer, ich kann das immer nicht verstehen, wenn immer kommt, festes Schuhwerk, weil wegen Verletzungsrisiko. Dann sage ich immer, das feste Schuhwerk ist das Verletzungsrisiko. Ja, in dem genau. Fall. Aber schön gesagt. Ja, also ist dann tatsächlich leider so. Ja, ich habe meinen Pulver verschossen, Yvonne, was Fragen angeht. Ich habe alles abgehakt, alles gut. Sehr schön. Machst du noch irgendwas im Bereich Human? Biologie? Lässt du es irgendwie damit einfließen in deine Technologie, was die Sandale angeht? Oder? Also ich habe in meinem Studium habe ich dann noch eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben über den Vergleich von herkömmlichem Schuhwerk zu Minimal/Barfußschuhwerk. Total uneigennützig. Ja, ja. Natürlich. Ohne Hintergedanken. Ja, genau. Aber ansonsten eigentlich nicht. Also ich habe dann eben den Bachelor noch fertig gemacht, aber es war mir währenddessen schon klar, dass ich nicht da in die Wissenschaft gehen will und in die Forschung, sondern dass ich eher sowas hands-on brauche, wo ich eben dann tatsächlich irgendwas basteln kann und irgendwas, was noch nicht existiert, erschaffen kann. Ja, aber wäre ja spannend gewesen. Ne? Also es gibt ja so viele Untersuchungen mittlerweile zum Thema Biomechanik, Laufanalytik, blubströdelöts. Nicht immer gut. Ganz oft, also unsere Hauptkritik, wir haben es hier auch schon ein paar Mal thematisiert, ist immer, die schicken Leute für Vergleichstest los über eine Versuchsstrecke, einmal barfuß und einmal mit Schuhen. Aber
über das Thema Lauftechnik. Also du kannst ja nicht einfach einem die Schuhe ausziehen und sagen, lauf mal. Das funktioniert halt nicht. Und das ist immer so unser Hauptding. Deswegen hoffe ich, dass irgendwann mal der ein oder andere Wissenschaftler mal dabei ist, der so wie du sich sowieso mit dem Thema Barfußschuhe, Barfußsandalen, Barfußlaufen so sehr beschäftigt, dass er auch genau diesen Unterschied mal herausarbeitet. Was ist denn besser, wenn ich es auch richtig mache? Und nicht Ja. nur, wenn ich es einfach tue. Annika, es war wirklich hochgradig spannend. Ich glaube, wir könnten hier locker flockig noch mal ein Ja. Stündchen dranhängen, Ja, ganz ohne das geht Probleme. mir auch so. Es ist Ja, total nett, mit dir total. zu plaudern. Ja, du Und bist auch ja. herzlich dazu eingeladen, gerne noch mal wiederzukommen. Wenn der mit dem Sneaker auf jeden Fall, aber vielleicht auch so zwischendurch noch mal, bist du herzlich willkommen hier noch mal zur Plaustunde. Super gerne. Zu unserem altgewohnten Prozedere gehört es, dass die letzten Worte zur heutigen Folge, bevor wir jetzt die nächste Folge anteasern, ganz allein dir gehören. Ja, da wurde ich schon vorgewarnt. Seitdem habe ich Ja. überlegt, was ich da sagen soll. Aber also ich denke, dass was eigentlich wichtig ist, ist, dass die Basis ist immer an den Füßen. Also wir sind ja mit der Erde verwurzelt sozusagen und man kann sich nicht mit der Erde verbinden, man kann sich nicht mit der Erde verwurzeln, wenn man auf 2, 3 Zentimeter dicken Plastiksohlen steht. Und das ist eigentlich so der Aufruf oder das, was ich auch irgendwie in die Welt bringen möchte, dass die Leute eben näher an die Natur kommen. Einerseits mit den Materialien und das alles, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich mit den Füßen, also einfach von dem Zentimeter Abstand näher an den Boden kommen. Und genau, das ist es eigentlich. Und mit gesunden Füßen marschiert sich's viel leichter. Toll, super. Sehr schön. Gute Recht Worte, hast du. schöne Worte. Absolut, absolut. Ja. Unser Reden immer wieder. Ja, liebe Leute da draußen, das war die letzte Folge Barfuß im Podcast. Ab der nächsten Folge, 1.7., geht es unter neuem Namen los. Die Folge 70 wird nicht nur dann unsere Jubiläumsfolge dreijährig, sondern wie gesagt ein mehr oder weniger Neustart. Wir werden euch da einmal ein bisschen was erzählen aus der Vergangenheit, wollen euch aber auch erzählen, was euch in der Zukunft erwartet, wie es weitergeht und dergleichen mehr. Wir werden da eine Folge machen, ja, ich sag jetzt mal, lockeres Plauschen über den Podcast als solches. Seid gespannt, wir werden auch mal das eine oder andere aus hinter den Kulissen da bekannt geben und dann steigen wir Folge 71 wieder richtig und voll ein mit den nächsten Tests und den nächsten Themen. Und wir sind auf jeden Fall immer wieder drauf und dran und haben immer wieder tolle neue Produkte auch für euch am Start. Da werden wir auch nicht müde nachzusuchen. Und ja, ihr dürft uns weiterhin gerne Vorschläge wie zum Beispiel die geniale Sandale schicken. Wenn wir solche tollen Tests dann hinter dabei haben, dann nehmen wir das auch immer wieder gerne in Angriff. Und damit bleibt es mir nur noch zu sagen, wir hören uns in circa 14 Tagen wieder und tschüss. Ciao, macht's gut. Hallo, schön, dass ich dabei sein durfte. Sehr gern. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemanden im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote: Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen. Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich, bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimpott.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich. Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns. Macht's gut, ciao.
lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neugeboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf. Hör hinauf, lass alles raus, ich fühl mich gut. Nichts kneift mir, alles passt. Stifte, spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Kann's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stifte, spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.